Hallo und herzlich willkommen wieder einmal im schönen Spessart. Ich habe mir wieder eine zweitägige Auszeit gegönnt und habe mich diesmal mit Verstärkung auf den Weg gemacht. Das hier ist der Chris, den kennt ihr ja vielleicht noch von dem Schladminger-Video letztes Jahr. Und das hier ist der Dominik. Grüßt euch. Bei meiner letzten Tour hatte ich ja euch bereits die Trekking-Zeltplätze Lahnwiese und Rotenbuch 1 vorgestellt. Und diesmal werden wir den Trekking-Zeltplatz Rotenbuch 2 mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Insgesamt haben wir 40 Kilometer geplant, sind gerade in Leidersbach losgelaufen und unser Ziel ist diesmal Lohr am Main. Und von den 40 Kilometern werden wir heute so ziemlich genau 20 laufen, denn der Trekking-Zeltplatz Rotenbuch 2 ist genau in der Mitte zwischen diesen zwei Orten. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf zwei herrliche Tage wieder fernab der Zivilisation und schauen mal, was die zwei Tage so bringen. So, wir sind mittlerweile 15 Kilometer gelaufen. Uns fehlen quasi nur noch 5 Kilometer, bis wir am Zeltplatz ankommen. Und jetzt legen wir gleich nochmal eine Müsli-Riegel-Pause ein. Weil wir sind eigentlich ziemlich straff durchgelaufen und haben gar nicht so viele Pausen gemacht, wie wir Snacks dabei hätten. Wir wollen ja nichts wieder mit nach Hause nehmen. Wir sind jetzt bei ca. 18,5 Kilometern und hier ist die letzte Möglichkeit, unsere Wasservorräte nochmal aufzufüllen. Deswegen machen wir das wie in den vergangenen Videos auch wieder mit dem Katadyn Be Free Wasserfilter und füllen jetzt alle unsere Trinksäcke nochmal auf, bevor es dann weitergeht zum Trekking-Zeltplatz. Leider liegt dieser kleine Bach hinter einem Zaun mit Stacheldraht. Da müssen wir jetzt irgendwie drüber. Tut mir leid, wir wollten dieses Land nicht unbefugt betreten, aber wir haben Durst. So. Dominik hat sich wirklich für uns aufgeopfert und hat 1,5 Kilo Zusatzgewicht mitgenommen und gönnt uns jetzt allen ein schönes, kühles Radler. Jetzt müssen wir nur noch 10 Minuten bis 15 Minuten warten, bis die Dinger kalt sind. Ansonsten ist ein warmes Bier immer noch besser als keins, ne? So, zumindest die Dosen sind ein paar Grad kühler geworden. Da wir ja nur noch 1 bis 2 Kilometer zu laufen haben, heben wir uns die jetzt schön auf. Wenn wir dann am Zeltplatz sind, lassen wir es richtig krachen. Gut, dass wir gerade den Rucksack nochmal mit 4 Kilo Wasser pro Person beladen haben. Denn jetzt müssen wir da hoch. Tja, das wird nochmal anstrengend, aber gleich haben wir es ja auch geschafft, ne? Thank you.
Jawohl, wir haben es geschafft. Nach 8 Stunden und gelaufenen 25 Kilometern sind wir endlich auf den Trekking-Zeltplatz Rotenbuch 2 angekommen. Und wir sind wirklich froh, dass wir nicht noch einen Meter laufen müssen. Jungs, das haben wir gut gemacht. Cheers. Prost, zum Wohl auf die geile Tour. Auch der Zeltplatz Rotenbuch 2 ist ähnlich aufgebaut wie die Lahnwiese und Rotenbuch 1. Wir finden hier eine festbetonierte Feuerstelle und einen Unterstand für Holz. Und das letzte Mal habe ich ja an der Lahnwiese reichlich Feuerholz für meine Nachgänge dagelassen. Und da jetzt auch schon fast 7 Uhr ist und hier nicht mehr wahnsinnig viel Holz rumliegt, werden wir einfach mal so frei sein und den Vorrat, der sowieso nicht mehr in den Unterstand passt, heute für uns verfeuern. Ansonsten ist da hinten auch noch ein kleines Plumpsklo. Ja, schaut doch anständig aus. Lediglich das Toilettenpapier fehlt. Das war bei den anderen immer ausreichend vorrätig da. Aber wir haben ja unser eigenes dabei. Insofern auch kein großes Problem. Oh mein Gott. Dann machen wir uns mal in die Zelte. So, es ist doch ein bisschen später geworden im Essen. Wir haben jetzt 8 Uhr, aber wir haben ja keinen Stress. Es ist ja noch ein bisschen hell, Feuer brennt. Das Wichtigste haben wir daher erledigt und jetzt werden wir mal kochen. Wir haben leider nur einen Topf dabei, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen Gewicht sparen. Deswegen müssen wir wahrscheinlich alle ein bisschen nacheinander essen. Aber das sollte auch kein Problem sein. Auf so einem Gaskocher wird das Wasser ja relativ schnell warm. Unsere Outdoor-Küche ist definitiv etwas dekadenter geworden wie auf meiner letzten Tour, wo ich nur eine Tüten-Nudelsuppe dabei hatte. Der Dominik hat fleißig für uns Gerichte eingekauft und wir haben Huhn in Curryrahm. Dann haben wir noch Nasi Goreng und nochmal Huhn in Curryrahm. Und dann, jetzt geht's richtig los, Leute, haltet euch fest. Wir sitzen hier im Wald und als Nachtisch gibt es eine Himbeercreme. Haben wir noch was anderes? Mousse-Schokolade. Und ein Mousse-Schokolade. Das ist schon eher Glamping, oder? Schmeckt gar nicht verkehrt, ja. Ist gut. So, der Hauptgang ist gegessen. Sind noch eigentlich mehr als satt, aber wir haben gesagt, das Dessert schleppen wir nicht mehr mit nach Hause. Deswegen gibt es jetzt zum Nachtisch noch eine leckere Himbeercreme und der Chris und ich, wir teilen uns die. Die Himbeercreme sieht aus wie Tapetenkleister und schmeckt nach Heubrause. Oh, was haben wir denn da gekauft? Geht rein. Schlecht ist sie nicht. Ich meine, immerhin sitzen wir hier mitten im Wald. Da ist man doch froh über alles, was man zu essen kriegt, oder? Und als wenn das Essen noch nicht dekadent genug wäre, hat der Chris auch noch was aus seinem Täschchen gezaubert. Ein Flachmann mit Haselnuss-Schnaps. Also besser kann es einem im Wald einfach nicht ergehen, ja? Das ist ein richtiger Luxusurlaub heute. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Prost. Prost. Damit wir heute Nacht auch richtig gut schlafen. Ja, ein langer Wandertag geht zu Ende. Wir sind wirklich ziemlich platt. Wir lassen unser Feuer jetzt endlich mal ausgehen und werden in unser Zelt verschwinden. Denn morgen geht die Sonne wieder sehr früh auf und dann beginnt auch für uns der neue Tag.
Insofern nutzen wir die wenigen Stunden Schlaf, die uns bleiben, und sehen uns morgen zum Frühstück. Gute Nacht! Morgen haben wir jetzt 7 Uhr. Es hat die ganze Nacht ziemlich geregnet, weshalb wir die Zelte heute nass einpacken müssen. Aber dennoch habe ich geschlafen wie ein Stein. Aber das war ja auch klar nach der Anstrengung. Ja, ich werde jetzt mal aufstehen, nach den anderen gucken, ob die auch schon wach sind. Guten Morgen! Na? Guten Morgen! Wenn man natürlich so ein luxuriöses Abendessen dabei hatte wie wir gestern Abend, dann will man natürlich auch auf den Kaffee am Morgen nicht verzichten. Deswegen haben wir uns für jeden einen Instant-Kaffee mitgenommen und dafür werden wir jetzt nochmal Wasser kochen. Zum Frühstück gibt es heute Morgen Vollkornbrot, fertige Leberwurst und 2 vegane Pasten, einmal mit Champignons und einmal Senf Rucola. So gut habe ich noch nie im Wald gefrühstückt. Und jetzt werden wir gleich noch die Zelte abbauen und dann machen wir uns auf den Weg nach Lohr am Main. Da wir unsere Wasservorräte ja gestern fürs Kochen und heute Morgen auch für den Kaffee weitestgehend leer gemacht haben und wir jetzt noch 15 Kilometer mindestens vor uns haben, werden wir jetzt nochmal versuchen, an diesem Bächlein unsere Wasservorräte aufzutanken. Nicht, dass wir doch noch leer ausgehen. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir da hinkommen, weil das alles eingezäunt ist. So, 1,6 Liter sollte erstmal reichen. Wir haben jetzt 11:15 und haben bis jetzt erst knapp 7 Kilometer geschafft, weil wir hatten nochmal einen ordentlichen Anstieg von 200 Höhenmeter auf 500 Höhenmeter, also 300 Meter aufwärts in relativ kurzer Zeit. Aber jetzt sind wir oben und jetzt machen wir erstmal ein paar Meter, damit wir unsere 18 Kilometer auch irgendwann mal schaffen heute. Jetzt fängt es doch noch mal leicht an zu regnen, deswegen haben wir unsere Capes gerade mal rausgeholt für die Rucksäcke. Ich weiß ja nicht, wie stark das noch wird. Regenjacke können wir uns definitiv sparen, wir sind sowieso schon klitschnass geschwitzt. Insofern macht das dann auch nichts mehr aus. Eine schöne Erfrischung auf jeden Fall. Knapp bei 12 Kilometern von 18, der Regen wird doch ein bisschen stärker. Nochmal eine letzte Wurst- und Müsli-Riegelpause. Und dann werden wir mit Sicherheit und hoffentlich gleich Lohr erreichen. Wir haben uns jetzt doch für Regenjacke entschieden, weil man kühlt doch recht schnell aus, wenn das T-Shirt so richtig klatschnass ist. Jetzt bleibt es wenigstens ein bisschen warm. Feucht warm.
Auf geht's, weiter. Also dadurch, dass es die ganze letzte Nacht geregnet hat, ist der Boden halt einfach übertrieben weich geworden. Schaut euch das mal an. Und das laufen wir jetzt schon die letzten 2-3 Stunden. Meine Schuhe sehen aus. Guckt euch mal meine Schuhe an. Der Wald lichtet sich langsam und wir kommen Lohr immer näher. Noch 2 Kilometer sind es bis zu dem Parkplatz, wo wir unsere Autos abgestellt haben. Und dann haben wir es geschafft. Nach 19,5 Kilometern haben wir nun endlich auch den Parkplatz in Lohr am Main erreicht, wo wir das Auto geparkt haben. Damit ist die Tour offiziell zu Ende, genauso wie wir am Ende sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Und gerne könnt ihr mir natürlich auch auf Instagram folgen unter erik.bischoff. Das war's, bis zum nächsten Tour. Ciao!